Entschuldigung. Hallo, wieder recht herzlich willkommen zu einem Let's Play in der Zeit der Untoten, in der Zeit des Blutmondes. Ja, wir haben uns hier eine Basis jetzt gesucht und ich bin gerade dabei als, wie heißt das heutzutage, als Facility Manager, als Hausmeister. Die Hütte, obwohl ich im, das Amt des Präsidenten innehabe, werde ich mich natürlich in diesen schweren Zeiten nicht, ich sag mal so, schämen und mir auch nicht zu schade sein, das Camp auf Vordermann zu bringen. Ja, ich möchte recht herzlich an meiner Seite den Amomuro begrüßen. Ja, Abend, Tag, ja, Tag kann man noch sagen. Genau, Amo, ja, genau, Amo. Und den Lexi. Hallöchen. So. Und wir haben uns hier eine Base gesucht. Ich weiß nicht, ob man hier so einen Fahnenmast nachher in die Mitte hinstellen kann. Das wäre natürlich cool. Vielleicht gibt es hier sowas. Und hier unten ist ein Wildschwein. Das glaube ich jetzt ja wohl nicht. Wie kommen die hier rein? Ja, weil Hamster hier fehlt. Ja, der auch. So. Also hier unten gibt es erstmal ein Wildschwein. So, was? Ich war hier gerade dabei, so eine Brücke zu bauen. Ich habe die Treppe da wieder hergerichtet. Kann ich mal ganz kurz zeigen. Also wir wollen die Base hier aufbauen. Hier, die Treppe war ja im letzten Video noch defekt gewesen. Und wir wollen uns die Base einrichten. Ammo, da zeige ich später nachher. Der hat hier schon mal unten seine Schmiede eingerichtet. Ja. Und Ammo darf jetzt auch ein bisschen erzählen. Der schläft übrigens auch unten bei seiner Schmiede. Die lässt er nicht aus dem Auge. Ich schlaf vorm Eingang, vor der Treppe. Genau. Nach dem Motto, willst du an mir vorbei? Genau. So, das muss sein hier, Leute. Tut mir leid, das ist wichtig. Weil ich will hier das als Brücke behalten. Und die Gebäude natürlich wieder verbinden. Wir haben auf meinem privat gehosteten Server, den ich hier so im Spiel hatte, dem man beitreten kann, da habe ich ein tolles Camp gehabt, das haben wir super ausgebaut. Das Problem an der ganzen Geschichte ist halt nur immer, wenn ich jetzt das Spiel verlasse, weil ich schlafen gehen will oder weil ich halt ja den Rechner ausmachen will, können die anderen nicht spielen. Genauso ist, wenn ich nicht da bin. Darum hat uns die Cassidine hier die Möglichkeit gegeben, dass wir hier einen Server aufbauen können, haben wir uns jetzt hier, hiermit möchte ich mich in diesen beiden Let's Plays nochmal recht herzlich bei dir bedanken, liebe First Lady, liebe Cassidine, deren Kanal ihr übrigens auch gerne besuchen könnt und mögt. Wir haben jetzt hier einen 10-Slot-Server, den können wir noch ein bisschen aufpimpen. Und ja, Freunde, ich sag mal ganz ohne Quatsch, wer möchte, kann sich auch wiederum hier uns anschließen. Wenn wir halt mehr als 10 Leute wären, wir machen im Moment gerade so ein bisschen Dänemark und Dänemark auf Deutsch gesagt. Das heißt, wir sponsern uns den Server gemeinschaftlich und legen da alle so ein bisschen zusammen und spielen hier dann eine Runde 7 Days to Die. Also wer hier noch Lust und Laune hat und sich den Fallout Legends anschließen möchte, kann ich gleich mal ein bisschen Werbung machen, kann sich uns gerne anschließen, kommt einfach, schreibt mir eine E-Mail auf meine Kontaktinfo meines YouTube-Kanals. Wir suchen immer noch Mitglieder und immer noch Leute, die mit uns zusammen viel Spaß haben wollen, die gerne ein bisschen entertainen möchten, die sich so wie ich auch gerne selbst reden hören. Ihr seid herzlich eingeladen. So, ich muss hier diesen... mein Vorschlaghammer ist kaputt. Ich muss ihn erstmal reparieren. Ammo wird jetzt nachher selber noch mal ein bisschen was erzählen, damit ich den Sappel halten kann. Ah, Lexi, unser Blumenpflücker ist übrigens auch zwar ein Ende entfernt. Der hat schon wieder die ganzen Kisten voll. Von dem müssen wir die ganzen Sachen... Lexi, wie kriegen wir das alles mit? Er bringt am besten den großen LKW mit, ja. Da, wie weit bist du denn entfernt von uns? 2,7 Kilometer? Da müssen wir erstmal Fahrräder basteln. Geil. Was denn? Ich sehe es gerade, ich wollte gerade mal gucken, Schraubenschlüssel wollte ich gleich bauen, ne? Ja. Ja, und was sehe ich da, wenn ich nur in die Suchleiste eingebe? Ein Tragschrauber, Alter, wir können fliegen. Ich weiß das, das habe ich doch am Anfang gesagt, wir können hier fliegen. Wir können hier ein Jeep bauen, hier und, das weiß ich. Es wird verrückt werden. Also lasst euch überraschen, Leute. Es wird hier nicht nur bauen sein. Im Moment müssen wir erstmal unsere Base einrichten. Wir brauchen ganz dringend unseren Hamster, damit er uns unterstützt, hier die Base einzurichten. Und dann geht das hier wieder richtig vonstatten, weil im Moment greifen uns die Zombies hier noch an. Aber
Wenn wir dann gesichert sind, dann läuft das hier auch wieder. Ich hab mich gerade meine letzte Frage selbst beantwortet, den Schraubenschlüssel. Ja, erzähl mal. Ich muss Wahrnehmung auf jeden Fall skillen. Die Altstoffsammlung. Alles klar. Sammelwerkzeuge, 10% mehr, bla 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 bla. Ach du Scheiße, ich werde ein Koch, ein Bergarbeiter, ein Schatzsucher, der glückliche Sammler, ja. Also sei tapfer, das haben wir gleich durch. Ja. Hier, ne, ich bin hier gerade dabei, hier so ein Eisenrohr, das müsste man sägen können, so eine Eisenstange hier durchzusägen, damit ich hier eine Treppe anbauen kann. Ich wollte das eigentlich offscreen machen. Wir werden auch gleich noch zu Lexi marschieren. Und dann werden wir auch gleich noch ein paar Klamotten von Lexi holen. Lexi, wir kommen dich gleich besuchen. Geht gleich los, ne? Ich will hier bloß eine Treppe anbauen, damit wir hier so eine Brücke haben. Zum Funkgebäude war das wohl wahrscheinlich. Da werde ich noch eine Etage einziehen. Und mal schauen, wie es weitergeht. So, was macht der für einen Schaden? Der macht recht guten Schaden. 20er, 30er, über 25. Den müsste ich erstmal reparieren jetzt wieder. Und der Vorschlaghammer, was macht der für einen Schaden? 24, 92. Der nimmt schon. Ja, 30 weg. Über 30 nimmt er weg. Alles klar. Genial. Das habe ich nämlich gestern auch gemacht. Aber die Base an sich finde ich jetzt erstmal richtig gut. Lexi, wenn du mal gucken kannst und Ammo auch, weil ich hier gerade noch beim Hämmern bin, ob man eine Flacke, ein Flackenmast oder sowas bauen kann, dass wir hier so eine Flacke in der Mitte haben oder ein Schild. Mit Sicherheit. Ich will hier auch wieder so ein Werbeplakat machen für den YouTube-Channel, weil ich halt anders bin als die anderen. Ein bisschen durch. Und das ist auch gut so. Er will schon normal sein. Ich muss mir da gleich nochmal einen Kaffee. Was? Keiner? Keiner, genau, Ammo. Keiner? So sehe ich das nämlich auch. Mann, nee. Aber Risse hat das Ding jetzt wenigstens schon. Das Wildschwein lief doch hier unten rum. Ach, das ist schon wieder kaputt. Gut, den Rest machen wir hiermit weiter. Ja, das machen wir nicht oft. Wir machen hier eigentlich keine großartigen Bauszenen in der Aufnahme. Da haben wir den Aufpasser. Hallo Jörgi, recht herzlich willkommen in der Aufnahme in 7 Days to Die. Nee, Spaß beiseite. Jörgi? Ja? Wir haben jetzt einen Server, hast du ja gelesen auf der WhatsApp-Gruppe, ne? Mhm. Und den Code, den kann ich dir nachher zu und dann kannst du hier raufkommen und immer raufkommen, ohne dass du, du kannst hier alleine dann draufkommen und weiter basteln und so weiter, ne? Also ist halt ein 10-Slot-Server erstmal. Und den Rest erkläre ich dir nach der Aufnahme, ja? Ja, ich bin doch gerade schon beim Eidlocke. Ja, das bringt da nichts. Ich bin ja auf dem privaten Server, Lex. Ja, da lege ich mich doch gerade ein. Ja, wieso hast du die Daten schon gekriegt? Ah ja, die Cassie hat es doch gestern gepostet. Na, okay, dann bin ich ja mal gespannt. Aber sag die nicht an, ne? Aus Versehen. Da bin ich ja mal gespannt. Also du sagst mal, wenn du on bist, ne? Du musst ja verbinden machen, ne? Verbinden, dann gibst du ja die Server-ID ein, IP ein. Ich kenne mich schon aus. Ich hab ja das gleiche alles klar, Gott, prima. In die Server-Favoriten. Das ist ja eingefügt. Nicht schlecht. Das weiß ich gar nicht. Wann? Doch, weil Ping, ich kenne das von Ark. Ich hab an. So. Ich bin gleich fertig hier. Hast du noch irgendwie Kleber oder Klebeband? Bestimmt. Nee, ich habe alles in die Kiste geschmissen. Okay.
Ich bin gleich fertig hier. Ist nicht mehr lang. Ich will bloß das Rohr durchmachen und dann gehen wir zu Lex, ne? Ja, können wir machen. Was kann ich mehr? Ich habe eine Eisenaxt. Habe ich. Jetzt kommt die Spitzhacke. Ja! In 3 Minuten habe ich erst eine Spitzhacke voll. Schon wieder repariert, genau. So, ich muss sie wieder reparieren. Ja, es wird nachher mal besser werden, wenn wir Eisenwerkzeuge haben. Ja. So, aber ist ja auch nicht schlimm, dass wir wieder bei Null anfangen. Finde ich auch ganz gut, weißt du? Ja. Da ist irgendwo ein Wildschwein unter mir noch. Meine Güte, da. Amo, dann würde ich sagen, dann machen wir uns mal auf den Weg zu Lexi oder was? Was hältst du? Ja, klar. Okay. Und dann haben wir, wie gesagt, Zeit. Amo, das ist mit dem Server ist absolut genial. Der ist ja heute erst ganz frisch eingerichtet. Ganz, ganz frisch wurde die IP heute erst vergeben. Das finde ich ganz cool. So, Lepta-Lachs hier. Ja, viel habe ich jetzt nicht mehr. Oh, Alter, dann bin ich auch mit durch hier mit dem Zerhacken hier. Ich verspreche das, ich mache das nur noch off jetzt. Das kannst du nicht online machen. Ich wollte das bloß mal zeigen. Was man sich hier für eine Mühe macht. Also wir ackern uns hier wirklich durch, damit wir das hier fertig kriegen. So. Aber das Ding will ich weghaben. Ich wäre soweit. Ich komme gleich. Ich habe noch 1548, 22, 09, 1400. Also und dann habe ich hier diese Stange unten weg, diesen Eisenstab. Und dann kann ich hier eine Treppe anbauen, weil wir brauchen diese Fluchtwege. Weißt du? Okay. Das ist schon wichtig. So, Pipboy Ammo. Was wollten das hier? Hä? Ach da. So 18 Wassergläser nehme ich mal mit, für den Fall der Fälle, dass wir irgendwo an dem Fluss vorbeikommen. Ja, auf jeden Fall, wenn er zu mir läuft, kommt er am See vorbei. Das auf jeden Fall. Wo bist du denn? Ach, 12, da unten drunter. Bin gleich fertig. Hast du Pipboy gelesen, die Nachricht? Einen Moment. Toll, hier ist eine Tür, da kommen wir nicht rein. Oh, da kommt Besuch. Ich weiß. Deswegen sage ich ja, wir müssen uns hier unbedingt absichern. Viel Besuch. Wir müssen uns hier ganz unbedingt absichern. So, ist gleich fertig. 957 EP, danke. Gott, oh Gott, war das ein Gewirtschafte. So, dann haben wir fertig. Jetzt kommt hier eine Treppe hin. Hast du eben eine besondere Leistung vollbracht, Ammo? Ich habe gerade 6 Zombies gekillt mit der Axt. Du bist einfach... Eisenaxt. Einfach zu gut, Ammo. Ich weiß. Ich kann noch keine Farbe machen damit. Kommt das erst später, wenn man einen Pinsel hat oder was? Ein Pinsel, ich glaube, du musst es aber auch irgendwo skillen, wahrscheinlich wieder Chemie und den ganzen Schmarrn. Alles klar, gut. Das hat gestern so einen Spaß gemacht. So, ich bin fertig. Hier kann man jetzt die Treppe hochgehen. Das andere, das geht hier so.
So, dann gehen wir zu Lexi, ja? Ja. So. Wir haben mal Altstoffsammlung gelernt. So, hier will ich, genau, hier will ich nämlich was einbauen. Hier oben. Lad mal das, das heißt, hier kommt eine Tür. Augenblick bitte mal, Augenblick mal bitte. So, dann kommt hier eine Tür rein. So. Er hat doch gesagt, Moment. So, also auf jeden Fall mechanische Teile brauche ich nachher noch für so, das Ding. So, hier kommt eine Tür rein und hier... Ja, klar, Ammo, nee, alles gut. Ich will hier noch eine Zwischenetage ziehen, verstehst? Ah, so ein Übergang. Ja, 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 ja. Mal sehen, ob das geht, aber scheint nicht so, oder? Doch, geht. Ja, das kläre ich mit ihr noch. Ach so, alles klar. Dann ist mir alles klar. Danke. So, wo ist wo ist denn der? 3 Kilometer in die Richtung, alles klar. So, Ammo, guck mal, jetzt kann man nämlich hier oben rein. Ich will das bloß mal ausprobieren hier. Da kommt eine Tür rein, dann hat man nochmal eine Etage da oben drauf, weißt du? Nee. Okay. Hier auf dem Turm. Habe ich jetzt noch mal eine Etage eingezogen. Und dann können wir das auch noch nutzen hier. Das muss ich bloß noch fertig machen. Gut. Ich mache mal gerade hier alles schön erweitern. So. Gut. Und, komm schon. So. Was erweitern? Die Treppen mache ich gerade mal zur Holztreppen, nicht aus Pressspar. Ja, ich hatte die Farben noch nicht. Ich habe das noch nicht gehabt. Nee, nee, brauchst du ja nur Holz. Ach so, ja, das hatte ich alles noch nicht gehabt. Das hatte ich. Ach, ich habe, genau, ich habe das hier alles noch nicht so eingestellt gehabt, ich weiß. So. Ja, hier genauso. Dann machen wir uns mal auf den Weg zum Lexi. Ja. Lexi, wir sind unterwegs zu dir. Wir kommen. Jo, schön. Ja. Jörg noch einladen. Ja, ja, den habe ich jetzt schon zum 1257. Mal eingeladen. Die Einladung steht auch oft. Einmal die Tabulator-Taste betätigen und dann einfach die Einladung annehmen. Das können wir später zagen, Ammo. So. Ja, ja. Ich habe einen Fahrradlenker gefunden. Der kommt zum Beispiel dann da rein, Ammo. Ja. So eine Basis gerade aus Schrottautos gefunden. So, 2,3 Kilometer. Gruppeneinladung an Monomer geschickt. Ich kann meine Sachen nicht mehr reparieren. Was fehlt denn da? Wenn du Eisensachen hast, nur noch... Nee, das ist Steine. Ich weiß, was mir fehlt. Ammo? Mhm. Ich muss immer gucken, wo du bist hier. Da, blauer Fall da. Ja, sonst... dem Lexikon gegen. Alles klar, dann gehe ich mit dir nach. Ich muss Steine suchen hier, ich weiß jetzt, woran das ist. Also. Ja, ja, alles kein Problem. Ich muss erstmal Steinscher suchen.
So. Hier waren wir noch nicht drin, ne? Blasenstein. Wo? Moment. Vor allen Dingen, ich habe die Steine sonst gefunden. Die wurden mir immer hier angezeigt. Sehen Sie hinter dir? Hier habe ich 39 Steine hingelegt. Hier liegt ein Stein. Ah ja. Den Hafen entdecken. Na ja, jetzt fängt's an. Verteidigen! Ich hab grad Haufen Benzin in den Fass gefunden. Saß schon wieder Blutmond? Ja, alle 7 Tage. Was hab ich denn da eingestellt? Ich hab keine Waffe einstecken. Keine Panik, das ist die Fahne. Seid ihr, kennen Sie? Ich weiß. Oh, ich habe hier einen Zubringerbus. Achso, das ist ja was zum Looten, jetzt nicht zum Fahren. Schade, dachte ich, kann man. Nützen. Mein Licht ist gleich aus. Ich habe nur noch 5 Leben, Ammo. Ja, lauf einfach nur im Kreis. Mann, warte, ich wollte mir einen Schlafsack machen, Ammo. Ich nehme mir das nächste Mal 244 Schlafsäcke mit. Oh. Ammo, kannst du mal dein Menü, oder Lexi, guck mal bitte in dein Menü, wo ich Schlafsäcke finde. Es geht einfach um Schnelligkeit hier. Und unter welchem Punkt? Und an welcher Stelle? Ja, geht dir genau. Hammer. Du bist auch gerade beim Kämpfen, ne? Die ganze Zeit. Aber beim Hammer, also der erste Slot sozusagen. Der Hammer habe ich, dann habe ich hier Verband, Holzknüppel und Schlafsack. Alles klar, was fehlt mir da? Pflanzenfaser. Ein Quatsch. Ist gerade nicht, weil ich nicht bauen kann. Danke. Ja, deswegen ist es immer grau. Fertigen. Ich will jetzt mir einen Schlafsack machen, Ammo. So. Mach das. Dann kann man nämlich wieder auferstehen und kann weiterkämpfen. So wie jetzt eben. Verstehst du? Das hätte sowieso nicht geklappt. Weißt? Okay, Leute. Damit möchte ich mich auch wieder recht herzlich verabschieden. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends. Tschüss.